Ich wollte früher als Kind tatsächlich Maler werden. Und in einer gewissen Art und Weise mache ich das jetzt schon irgendwie. Als ich das erste Mal eine richtige Kamera in der Hand hatte, fand ich so geil, dass ich von heute auf morgen nichts anderes mehr gemacht habe. Und ich habe für unsere eigene Band Musikvideos gemacht und ich habe unsere Touren gefilmt und ich hatte immer eine Kamera dabei und habe so ganz kleine Videos zusammengeschnitten und habe dann darüber gemerkt, dass das ein geiles Medium ist, um Kunst zu machen, um sich auszudrücken. Und das Witzige ist, über die Jahre ist der musikalische Faktor immer kleiner geworden und der filmerische Faktor immer größer. Solange man irgendwie künstlerisch arbeiten kann und eine Kamera dabei läuft, fand ich es einfach geil. Ich fand Musikvideos total geil. Das war so der Big Shit für mich, wo man sich kreativ komplett ausleben kann, wo es irgendwie keine Regeln, keine Grenzen gibt. Und mir war schon immer klar, dass das schwer ist, damit Geld zu verdienen. Aber es war trotzdem so ein bisschen der Traum davon, irgendwie einfach crazy kreativen Shit machen zu können. Und dieses Feuer, muss ich auch sagen, habe ich auch heute immer noch. Und es macht auch immer noch mega Spaß, weil ich einfach Bock habe, immer und immer mehr zu machen. Wir haben viele Drehs, die sind anspruchsvoll, aber wir sehen das ja auch als Herausforderung. Es ist ja auch was Schönes dann, gerade unter diesen schweren Bedingungen zu gucken, mit welchen Kniffen können wir da vielleicht noch was reißen. Es gibt ja wenige Berufe, die einem so viel Direktes zurückgeben, wie wenn man einfach eine Kamera anmacht und ein Bild malt. Film ist made in Prep und das ist absolut richtig. Also wirklich, Preparation is everything. Eine große Herausforderung ist auf jeden Fall Kommunikation. Irgendwie ein Team zu haben, mit dem man gut kommunizieren kann. Da geht es darum, dass alle effizient arbeiten können und das funktioniert nur, wenn ich als DP gute Anweisungen gebe. Jeder weiß, woran sie arbeiten sollen, wofür sie arbeiten. Wir haben natürlich diese jahrelange Erfahrung zusammen. Klar, da lernt man auch miteinander zu reden und das ist auf jeden Fall was, was uns heute immer noch krass viel bringt. Ich habe beim Dreh immer Postproduktion auch im Kopf, was vor allem daher kommt, dass ich früher alles selber geschnitten habe, was ich gemacht habe. Das ist natürlich ein super Learning gewesen, weil ich weiß, was funktioniert und was nicht. Ein gutes Bild kann alles Mögliche sein. Ich bin relativ minimalistisch im eigenen Geschmack. Ich mag es, wenn es so aussieht, als wäre gar nichts geleuchtet. Auf der anderen Seite finde ich aber auch gerade bei Nachtsehen oder bei dunklen Sachen, wenn man mit Farben komplett ausrasten kann, das kann auch total toll sein für das richtige Produkt. Es geht ja nicht immer nur ums Endergebnis, die Reise ist ja auch ein bisschen das Ziel und das ist schon einfach der geilste Job, den es gibt.